Und deshalb möchte ich gerne starten mit meiner ersten Frage, was für dich ganz persönlich Potenzialentfaltung bedeutet. Ja, hallo alle zusammen. Danke für die Einladung, liebe Sandra, zu diesem speziellen Interview. Kombination Stimme und Potenzialentfaltung, was hat das miteinander zu tun? Und ja, ich betrachte viele Sachen im Leben sehr musikalisch, weil ich halt von meiner Kindheit an als Musiker unterwegs bin. Und von daher ist Potenzialentfaltung für mich verbunden damit, den Menschen gewissermaßen verfügbar zu machen als ein Instrument des Lebens, wo das Leben mit all seiner Liebe zum Leben durch den Menschen durchwirken kann, eben zum Wohle allen Seins. Ja. So, und bezogen auf Stimme könnten wir auch sagen, ja, jeder Mensch sollte doch eine Stimme des Lebens sein. Und die Wahrheit des Lebens und die Liebe des Lebens und die Freude des Lebens am Leben selbst zum Ausdruck bringen. Ne, sowohl mit der Einfühlsamkeit als auch mit der Kraft, die damit verbunden sein kann, wenn wir eben mit dem Leben und seiner Quelle so tief wie möglich verbunden sind. Ja, und das ist aus meiner Sicht auch verbunden mit Potenzialentfaltung, dass wir dann Zugang zu finden zu diesen Kräften, die durch uns wirken wollen und können, ne, mit denen wir gewissermaßen auf unserer essentiellsten Ebene von Kindheit an verbunden waren, das teilweise auch wieder verloren haben, was verschüttet wurde, teilweise durch die Biografie, teilweise durch die Erziehung oder die Gesellschaft. Viele kollektive Einflüsse, die auf uns einstürmen, die ganzen Medien, ja, wenn wir uns diesen aussetzen und uns von diesen Behinderungen der freien Ausdrucksweise unseres Potenzials wieder zu befreien, ist aus meiner Sicht ja, eine wichtige Arbeit an sich selbst, eine wichtige Hausaufgabe, um die wir nicht drum rumkommen, wenn wir Potenzialentfaltung wirklich ernst meinen. Und dann aber haben wir das Glück, ja, dass wir da auch was finden. So ist jedenfalls meine Erfahrung mit mir und vielen anderen Menschen, dass es in jedem Menschen etwas angelegt gibt, was seine einzigartige Variante ist, sich in diesem Leben zu beteiligen, aktiv an dem, was hier geschieht. Und sich einzubringen, sich zu bereichern, also sich bereichernd einzubringen, wollte ich sagen, nicht sich zu bereichern. Aber ja, wir kriegen auch viel zurück. Wenn wir uns viel einbringen, bekommen wir auch viel zurück. So, und da gibt es Wege für jeden einzelnen Menschen, da aktiv mitzuwirken daran, dass wir alle miteinander eine gute und sogar sehr gute Lebenserfahrung haben können. Und da denke ich, ist auch die Frage eben, ja, bin ich schon committed, ne, dazu, dass es nicht nur für mich ein gutes, angenehmes und freudvolles Leben ist, sondern eben auch für die, mit denen ich zusammenlebe und sogar darüber hinaus. Also für mich ist das gerade so auch aktuell in meiner persönlichen Biografie das Höchste, wenn ich Kapazitäten habe, auch anderen Menschen Unterstützung geben zu können. Und zwar auch über meinen Beruf hinaus, wo ich ja schon gewissermaßen einen helfenden Beruf habe und mit meinen Stimmcoachings Menschen unterstütze auf ihrem Lebensweg.